Warum werden wir krank und wie werden wir wieder gesund? Ich finde das ein super spannendes Thema für unseren heutigen Podcast und deshalb freue ich mich sehr mit dem Gesundheitscoach. Sagt man eigentlich der Gesundheitscoach oder die Gesundheitscoach? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, also mit dem Gesundheitscoach und der Therapeutin für Psycho- und Neuroimmunologie Verena Krone. Verena, schon mal ganz herzliche Grüße nach Iserlohn. Und jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Dog Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie bzw. euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung und mit wertvollen Tipps behandeln aber auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Und als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch bleibt, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren wollen, wie immer der Link oder der Hinweis auf die Homepage www.businessdoc.online oder für Infos gerne eine Mail an info@businessdoc.online. Ja, Verena Krone und ich, wir hatten gar keinen unmittelbar direkten Kontakt zunächst. Der Kontakt ist über meine Frau Sonja gekommen und wir haben dann uns auf einem Kurs in, ich glaube, Iserlohn auch tatsächlich mal persönlich kennengelernt und so ist der Kontakt heute zustande gekommen. Bevor wir aber, wie immer, in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, möchte ich Verena noch mal persönlich vorstellen. Ich habe die Vision, Menschen für ihre eigene Gesundheit zu begeistern und sie in ihre volle Lebensenergie zu führen. Hierauf ist mein gesamtes Denken und Handeln ausgerichtet. Unser Gesundheitszustand bestimmt unser Leben für diesen und jeden weiteren Moment unseres Daseins. Mit diesem sehr schönen Zitat wollte ich in die persönliche Runde einsteigen bzw. in die Vorstellungsrunde einsteigen. Verena Krone ist Therapeutin für Psychoneuroimmunologie, ist Gründerin von Lidlich Gesund sowie der Initiative Gesund, Kinder leicht und auch noch dreifache Mutter. Sie hat Sport studiert, hat dann eine Psychotherapieausbildung in Deutschland gemacht, hat daraufhin ein Psychotherapiestudium in Amsterdam absolviert, diverse Weiterbildungen aus dem Bereich Sport und Training und Psychotherapie angefügt und dann hinterher eine Weiterbildung zur Therapeutin der Psychoneuroimmunologie, das habe ich dreimal gesagt und fast fehlerfrei aussprechen können, absolviert. Seit 2006 ist sie selbstständige Therapeutin, wobei sie den Begriff Gesundheitscoach lieber mag. Und sie ist Gründerin des ersten komplementären Gesundheitskurses Leb dich gesund. Da werden wir sicherlich heute noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen können. Gleichzeitig ist sie Gründerin der Initiative Gesund Kinder leicht, die sie für Gesundheitsbildung in Kindergärten, Schulen und Sportvereinen eingerichtet hat. Ein sehr, sehr schönes Bild, was sich da abgibt. Verena, freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit mir im Business Talk Podcast mal über das ein oder andere Thema außerhalb der Medizin oder in der gesamtheitlichen Betrachtung der Medizin besprichst. Also, ganz liebe Grüße nach Iserlohn, herzlich willkommen. Ja, hallo Oliver, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich möchte eine kleine Korrektur machen. Ich glaube, du hast dich sehr leiten lassen von der Psychoneuroimmunologie. Ja. Das ist mein Schwerpunkt, aber ich habe, du hast vorher immer gesagt, ich habe Psychotherapie gelernt, ich habe Physiotherapie gelernt, guck mal. Aber alles in Ordnung, mein Schwerpunkt liegt eigentlich tatsächlich lieber auf dem Psycho als auf dem Physio. Ja. Das ist wahrscheinlich, wenn der Kopf einmal in eine Richtung geht, dann merkt man schon, was unsere Gedanken uns alles vorgeben können. Ja? Genau, richtig. Genau. Und es ist tatsächlich auch so, als ich dich gerade so habe reden hören, habe ich gedacht, ja, meine Güte, du erinnerst mich gerade wieder, weil ich tatsächlich immer noch überlege, Psychologie zu studieren, okay, und die Therapie auch noch zu machen. Also ist noch nicht fertig. Ja, schön mit dabei zu sein. Aber du hast absolut recht, es steht auch hier. Es steht auch genauso hier, wie du es gesagt hast. Es geht um Physiotherapie und um Psychotherapie. Aber alles, letztendlich, alles, du hast es korrigiert und das macht die Sache ja nur umso spannender, dass wir jetzt nochmal genau darüber gesprochen haben. Bevor wir jetzt in die klassische Frage-Antwort-Runde einsteigen, wie immer die Frage, wer ist Verena Krone, was macht sie privat und beruflich in eigenen Worten? Ja, wer ist Verena Krone? Ganz vieles hast du schon vorgestellt. Es gibt für mich persönlich keinen großen Unterschied zwischen privat und beruflich, weil ich letztendlich... Für mich sage ich jetzt mal so ein Lebensmotto habe, ne? Und das ist für mich, lautet für mich Verbundenheit schaffen. Und das zieht sich so sowohl durch mein berufliches als auch mein privates Leben. Beruflich hast du das schon vorgestellt. Im Grunde, dass es für mich sehr, sehr wichtig ist, Menschen wieder in Verbundenheit zu bringen, zu sich selber, zu ihrer Gesundheit, zu ihrer Natur. Und das mache ich in erster Linie dadurch, dass ich Wissen vermittle und Möglichkeiten aufzeige für den Klienten. Ich rede da dann auch nicht mehr vom Patienten, sondern Klienten, weil ich immer sage, wir vertreten gemeinsam die Interessen der Person, die jetzt da Hilfe sucht.
Aber letztendlich geht es um Verbundenheit, dass man die wieder bekommt. Und genauso ist das bei mir im Privaten. Ich bin dreifache Mama und totaler Familienmensch. Mhm. Und auch da ist es mir wichtig, dass wir ein starkes Verbundenheitsgefühl haben, um einfach so einen guten Halt zu haben innerhalb der Familie, weil ich fest daran glaube, wenn wir das haben, dann können gerade unsere Kinder gestärkt nach draußen gehen. Mhm. Hm? Jetzt ist das ja bei den ganzen Themen, die du so machst, und du baust ja auch gerade wieder neue Sachen auf. Also du bist ja sehr vielfältig da unterwegs. Wie schaffst du denn den Ausgleich für dich persönlich zwischen diesem beruflichen und dem privaten Leben? Also, wenn du so arbeitest, dass du keinen Urlaub brauchst, sage ich jetzt mal, dann ist das so eine Sache mit dem Ausgleich schaffen. Der ist gar nicht so sehr nötig, aber ich weiß, was du meinst. Und also das, was ich an Ausgleich eher brauche, das würde ich so bezeichnen, ich brauche mal Ruhe, ne? Von vielen Themen, die auch dahinter sind. Und das finde ich in der Natur. Ich bin ein absolut naturverbundener Mensch. Wir sind extra, ich komme aus dem Ruhrgebiet und wir sind an den Rand von Sauerland gezogen, direkt an einen Wanderweg. Und immer dann, wenn ich merke, jetzt bräuchte ich mal wirklich Abstand und einen Ausgleich, dann gehe ich einfach in den Wald. Und bin dann da so lange, ich bin auch dann so lange unterwegs, bis ich merke, jetzt ist wieder in Ordnung. Und mal reichen 15 Minuten, aber manchmal reichen auch 4 Stunden nicht. Ne? Das ist das für mich Wichtigste, dann draußen zu sein, im Wald zu sein, in der Natur zu sein. Und du hast gerade sehr schön gesagt, wenn man das tut, was man liebt oder was man gerne macht, braucht man eigentlich keinen Ausgleich oder keinen Urlaub, nenne ich es jetzt mal. Ja. Trotzdem ist es ja für jeden Menschen wichtig, vielleicht mal so ein bisschen zu sich zu kommen, eine innere Ruhe zu finden. Ich komme ja aus dem Sportbereich auch ursprünglich und daher gibt es diesen Satz, in der Pause wächst der Muskel. Also auch da, ne, braucht man immer ein bisschen Ausgleich und auch Ruhe. Und deshalb sehr schön, dass du sagst, du verbindest das. Also das ist ja auch wieder ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den du da für dein Leben gefunden hast, zu sagen, ich ziehe vielleicht auch aus einer Region weg, die also jetzt nicht bewusst schlimm, sondern wo ich sage, ich möchte in die Natur, ich möchte da sein, wo ich relativ schnell auch dieses Ganzheitliche, sprich Ruhe, Ausgeglichenheit und so weiter bekommen kann. Also auch da wieder ein sehr ganzheitlicher und deshalb auch sehr stimmiger Ansatz von dem, was du da tust. Ja. Wenn du jetzt sagst, die Verbundenheit ist dir wichtig. Verbundenheit jetzt bezogen auf das Thema Mensch, also die Menschen miteinander oder eben Verbundenheit zu allen Themen, die jetzt wie zum Beispiel die Natur auch betreffen? Die Psychoneuroimmunologie ist ja eine komplementäre Betrachtungsweise oder ganzheitliche. Ich benutze das Wort ganzheitlich gar nicht mehr so sehr, sondern eher komplementär, einfach um etwas neu zu besetzen, sage ich mal. Das Ganzheitliche, das ist emotional geprägt, habe ich so das Gefühl in unserer Gesellschaft und geht dann in eine bestimmte Richtung. Aber letztendlich drückt es das Gleiche aus. Mir ist es im Grunde wichtig zu schauen, was nimmt alles aufeinander Einfluss. Und zwar in erster Linie erstmal auf uns Menschen. Das ist ja auch mein Auftrag innerhalb eines Coachings, sage ich jetzt mal. Dann geht es ja um eine Person, die hilfesuchend bei mir ist. Oder auch bei Kursteilnehmern bei Leb dich gesund, die suchen ja letztendlich für sich nach einer Lösung. Da aber alles aufeinander Einfluss nimmt, also Aspekte, die die Natur betreffen, betreffen ja auch wir uns, ne? Weil wir sind ja letztendlich Teil der Natur, verbindet sich das alles und es verschwimmt auch alles. Ne? Also es gibt für mich im Denken keine Grenze. Ne? Also ich kann gar nicht immer so sagen, wo fängt was an und wo hört letztendlich was auf? Betrifft das nur den Menschen? Betrifft das nur die Natur, das kann man nicht sagen, weil wir sind wieder Teile. Also das Komplementäre ist im Grunde, also das Besondere, finde ich, am Komplementärdenken ist, alles miteinander zu vernetzen. Wir sind ein Netzwerkwesen und auch ich in meinem, Studieren und Lesen und Lernen habe immer die Verknüpfungen und die Vernetzungen im Kopf. Mhm. Ne? War denn das, was du jetzt beschreibst und auch wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, also mal auf deine Homepage geht und mal liest, was du so schreibst oder auch in deine Vita mal guckt, jetzt bezogen auf die berufliche Seite, war für dich immer schon klar, dass das, was du leben willst, also deine Vision, dein Wunsch, der Traum, der dahinter steht, dass du das nur selbstständig, also als Unternehmerin machen kannst oder hättest du auch die Möglichkeit für dich gesehen, dich anstellen zu lassen und unter einem Dach zu arbeiten mit anderen Menschen, also auf der Angestelltenbasis allerdings? Ja, gute Frage, klare Antwort, nein. Also angestellt nein. Ja.
Das habe ich tatsächlich mal probiert. Okay. Oder ich bin auch manchmal, weil ich eben Physiotherapie studiert habe, auch gelegentlich mal freiberuflich in physiotherapeutischen Praxen drin. Aber genau, also für mich ist das fast, also diese Begrenzung, die ich da habe, sind für mich fast, ich will nicht sagen körperliche Schmerzen. Aber ich finde das sehr anstrengend, wenn ich immer nur so, also die Physiotherapie ist ja auch kein, ja für mich zumindest nicht, sie versucht zwar ganzheitlicher zu denken, aber es ist kein ganzheitliches Behandlungskonzept, sage ich jetzt mal, und Betreuungskonzept. Und das ist für mich sehr anstrengend. Und dadurch, dass ich so viele Aspekte gleichzeitig berücksichtige und halt auch für mich, ich mag es gerne in meinem Alltag bunt, sage ich jetzt mal, ne? So. Wenn ich hinter dir gucke, dann sehe ich das, genau. Genau, richtig. Mich langweilt das relativ, hat das immer sehr schnell gelangweilt im Angestelltenverhältnis und es hat mich, ich will fast sagen, unterfordert, aber im Kopf, also geistig überfordert, ne? Weil ich immer gemerkt habe, ich bin in so einer Systemmanschette eingepresst, wo ich gar nicht weder mein Potenzial zeigen kann, noch den in dem Fall dann Patienten ja wirklich in sein Potenzial führen kann, weil dafür überhaupt gar nicht die Struktur da ist. Und es war für mich immer klar, ich habe in Duisburg, ich komme ja aus Duisburg, eine Praxis gehabt. Ich habe gar nicht erst zum Beispiel die Kassenzulassung beantragt und das auch gar nicht erst versucht, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mir nicht von einem System sagen lassen, ganz einfache Sachen, wie habe ich die Praxis einzurichten, ne? Wo es dann einfach Regeln gibt, du brauchst so viele Räume, du brauchst eine Sprossenwand, du brauchst Petsibälle, du brauchst das und das und das, ob ich das brauche oder nicht. Ich brauchte das, um halt eine Zulassung zu haben, wo ich gesagt habe, nee, ne, du brauchst bestimmte Böden, du brauchst bestimmte Liegen, so, ne? Und für mich war immer klar, ich habe irgendwann eine Studie gelesen, der Patient fühlt sich am wohlsten, wenn er in Räumen ist, die aussehen wie im Wohnzimmer zu Hause. Meine Praxis sah damals aus wie im Wohnzimmer, im Grunde so, ne? Das hätte ich nie mit Kassenzulassung so umsetzen können. Ja, für mich privat und selbstständig und ohne andere Menschen mit dabei war das natürlich sehr, sehr gut möglich. Ich sehe für mich in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum, selbstständigen Unternehmertum, die größte Entwicklungsfreiheit, sage ich jetzt mal. Ja, schön. Also ich frage das natürlich aus dem Grunde, weil wir ja mit dem auch mal dem Arzt oder dem Arzt, der jetzt in diesem System eben arbeitet und der, wenn er eine Kassenzulassung hat, also da habt ihr ja durchaus Parallelen, wenn er eine Kassenzulassung hat, natürlich im System ist und natürlich auch innerhalb dieses Systems gewisse Vorgaben hat, wie muss meine Praxis aussehen, wie muss ich behandeln, also es gibt Leitlinien und so weiter. Das macht natürlich in dem Moment, wie du es gerade so schön beschrieben hast, vielleicht so eine Vision des Arbeitens und des Herangehens nicht so leicht. Würdest du denn sagen, wenn ich jetzt nochmal auf dein Thema zurückkomme, du bist ja in einem Segment unterwegs, das durchaus für viele Leute, um es mal positiv zu beschreiben, polarisierend ist. Also das, gerade mal das Thema Ernährung. Man hat ja das Gefühl, wenn man sich selbst mit dem Thema beschäftigt, alle drumherum beschäftigen sich mit dem Thema. Das ist ja aber nicht so. Also das persönliche Umfeld und die anderen, ich nenne es jetzt mal, die anderen 80 Millionen, die draußen rumlaufen, sind vielleicht deutlich unterschiedlich. Du hast aber trotzdem diesen vermeintlich schwierigeren Weg gewählt, weil deine Vision oder dein Ziel dahinter so groß ist. Kann man das so sagen? Ja, das kann man ganz genau so sagen, ja. Ist denn, wenn wir jetzt mal einen Teilbereich rausnehmen, also nehmen, du machst ja sehr viel, ganzheitlich komplementär, das Thema Ernährung. Ich bin ja eingestiegen mit der Frage, warum werden wir krank? Welchen Einfluss kann denn das Thema Ernährung auf unsere Gesundheit haben? Also Ernährung ist für mich immer die wichtigste Basis, ne? Wir wissen, dass 80% unserer Zivilisationskrankheiten in westlichen Industrienationen zusammenhängen mit unseren Ernährungsgewohnheiten und sich natürlich auch umgekehrt positiv beeinflussen lassen. Darum ist für mich Ernährung das absolute Fundament, so wie keiner darüber nachdenkt, ob mein Auto getankt werden muss. Und wenn es getankt werden muss, dann kommt da bitte ein bestimmter Sprit rein und nicht gut ein Sprit. Weil ich habe mir vorher, habe ich mich vielleicht mit beschäftigt oder mal auf dem Deckel gelesen, was braucht mein Auto. Ja. Und genauso ist das ja letztendlich mit uns Menschen auch. Problem hier ist, wir gucken nicht so sehr auf den Deckel, was steht da, ne? Was brauchen wir da eigentlich? Und genau das kippe ich rein dann, ne? Letztendlich.
Aber Ernährung ist für mich die Basis, ne? Und die größte Verbindung letztendlich zu unserer Außenwelt, wenn man mal so möchte, ne? Also sowohl im Positiven, dann aber auch im Negativen. Ne? Also ja, das bedeutet ja, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel Auto zu bleiben, das falsche Benzin einführen würde, dann würde das Auto ja relativ schnell darauf reagieren. Also wenn Benzin vertausche, dann weiß ich relativ schnell, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Das ist ja bei Menschen ein bisschen anders. Der Körper ist ja durchaus in der Lage, viel zu verzeihen. Nichtsdestotrotz ist es ja sehr, sehr wichtig, wie lange verzeiht er denn und was entsteht denn in dieser Phase des nicht verzeihens, aber noch nicht deutlich machens, dass das falsch war. Ne? Wie reagiert unser Körper und wie lange dauert so ein Prozess, bis der Körper mal sagt, Mensch, da habe ich aber jetzt was Falsches bekommen? Kannst du da was sagen? Ja, also ich wünschte manchmal, unser Körper würde so kurz- bis mittelfristig reagieren wie ein Auto. Mhm. aber auf der anderen Seite liegt ja da genau die Herausforderung, ne? Zu gucken, wann hat eigentlich ein, ich sage jetzt mal, Krankheitsprozess begonnen. Wenn zu mir jemand in die Praxis kommt und um Hilfe sucht, dann sind das meistens Menschen, die chronisch krank sind. Und wenn man sich dann genau anguckt, ne, wie lange hat es gedauert, bis sich die Krankheit, die jetzt heute da ist und mit der jetzt der Klient zu mir kommt, gebraucht hat, um sich zu entwickeln, dann sprechen wir wirklich von Jahrzehnten. Ne? Und manchmal reicht sogar nicht die Betrachtung des eigenen Lebens aus, sondern wir müssen auch noch eine oder sogar zwei Generationen drüber hinausschauen und dann, weil einfach Faktoren der Generation davor und davor auch weiter mit vererbt werden, ne, zum Beispiel. Also ich gucke mindestens bis zur eigenen Geburt zurück, wenn nicht sogar noch wesentlich weiter. Und Krankheiten brauchen, wie gesagt, wirklich Jahrzehnte, bis sie sich so verbreiten, wie sie heute als Krankheit definiert werden. Mhm. Wenn wir, ich sage jetzt mal ein anderes, und dann sind wir wieder bei meinem Thema, Verbundenheitsgefühl hätten. Mhm. Das heißt, wenn wir von klein auf sensibilisiert wären auf, was kann mein Körper und was ist eigentlich normal, wobei ich das gleich in Anführungsstrichen setze, und was ist schon verschoben, also noch gar nicht krank, sondern was ist einfach verschoben, dann würden wir viel früher wahrnehmen, dass wir häufig verschoben sind und schon Symptömchen, sage ich jetzt mal, haben, aber die hören wir nicht mehr, einfach weil unser Leben viel zu voll ist, zum einen, und es zu laut ist, aber auf der anderen Seite auch, weil wir ja gar nicht wissen, worauf wir gucken sollen. Ne? Mhm. Wir sind ja nicht alle geschult im Körperbewusstsein. Mhm. Wenn das aber so wäre, würden wir vielleicht feststellen, ganz einfaches Beispiel, ich bin ja mit meiner Initiative Gesundheit Kinderleicht, bin ich ja in der Schule. Mhm. Und das beginnt ab dem 9. Lebensjahr, also 4. bis 6. Klasse ist dieses Schulprojekt. Und dann frage ich die Kinder, was meinst du, woran könntest du eigentlich erkennen, ob du krank bist? Gibt dein Körper dir eventuell irgendwelche Signale, um zu sehen, ob das stimmt oder nicht? Und dann freuen sich meine Kids immer in der Schule, weil wir mit einem Thema beginnen, um jetzt die Brücke zu schlagen zur Ernährung, nämlich Stuhlgang. Mhm. Und schönes Thema für die Schule bestimmt, ja, das glaube ich. 4. bis 6. Klasse hat noch genauso viel Spaß an Stuhlgang wie Kindergartenkinder. Ja. So, und wenn Kinder das verstanden haben, du glaubst gar nicht, mit welchen Dingen die dann am nächsten und übernächsten Mal in die Schule kommen, weil sie dann nämlich einfach mal in die Toilette geguckt haben, was wir uns ja zum Beispiel abgewöhnt haben. Mhm. Ja, ne? Aber dann kriegen die auf einmal Hinweise und dann wird auch philosophiert über Beschaffenheit, über Geruch, über Farbe, über ne, so. Das kannst du mit Kindern wunderbar machen. Und da geht es ja im Grunde los. Ne? Im Grunde geht ja da los, ach so, das ist gar nicht normal, was ich da produziere und wie kann ich das eigentlich beeinflussen, dass es besser wird, und dann sind wir wieder bei der Ernährung. Mhm. Das hat sich jetzt eigentlich überholt, meine Frage, beziehungsweise nicht überholt, sondern wir sind jetzt bei diesem Kinderthema. Ich würde aber gern trotzdem noch einen Schritt zurückgehen. Das Kinderthema müssen wir auf jeden Fall gleich besprechen. Weil du vorhin gesagt hast, wenn Patienten zu mir kommen oder weil du nennst sie nicht Patienten, du nennst sie Klienten, genau. Mhm. Wenn die zu dir kommen, warum oder in welchem Zustand oder warum kommen die? Warum sagen die, ich muss jetzt zu der Verena gehen, um mich von der beraten, behandeln lassen? Warum? Also sind die austherapiert irgendwo oder? Die meisten würden in der Schulmedizin als austherapiert gelten.
Aber im Grunde haben Sie zu hören bekommen, Sie haben eine Diagnose, die von Ihrem Arzt als unheilbar beschrieben wurde. Oder damit musst du jetzt leben, ne? So. Und das ist auch egal, ob wir vom Diabetes Typ 2 sprechen oder ob wir von Autoimmunerkrankungen oder Darmerkrankungen sprechen. Meistens haben die Klienten eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte hinter sich und waren schon auf der Suche nach Lösungen, haben aber im klassischen System keine Lösung gefunden oder bekommen keine angeboten, weil halt gesagt wird, da kannst du eh nichts mitmachen, damit musst du jetzt lernen und lernen zu leben. Und dann halt aber diese Klienten sagen, diese Menschen sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das einfach nicht glauben, dass es da keine Möglichkeit gibt, etwas zu verändern. Und der Zustand ist sehr häufig, ja, desolat wäre jetzt ein sehr, sehr hartes Wort, ne? Aber die sind halt auch so vom Energieniveau sind die ziemlich ausgelaugt, einfach weil die schon einen langen Leidensweg hinter sich haben. Das heißt also im Grunde, die haben diesen, wie du es gerade gesagt hast, den ganzen Weg schon einmal durchschritten von der ersten Diagnose mit, versuchen Sie mal das, versuchen Sie mal das, versuchen Sie mal das. Welchen Einfluss hätte denn die Therapie oder auch der Leidensweg der Patienten, wenn man diese beiden Dinge verknüpfen könnte? Also wenn in dem Moment der Mediziner so informiert ist, dass er sagen kann, okay, mit den ersten zwei Dingen, die wir jetzt probiert haben, hat es nicht funktioniert und jetzt suchen wir mal den Weg in der komplementären Medizin, also in der oder in der komplementären Behandlung und schlagen mal sofort eine Brücke zu einer, ich nenne es jetzt mal Kooperationspartnerin, zu einer Therapeutin, die sich eben nicht nur mit Ernährung, sondern mit der komplementären Medizin, ich will jetzt nicht ganzheitlich sagen, weil wir wollen es ja auf eine andere Ebene bringen. Wie würde das aus deiner Sicht diesen Leidensweg verkürzen? Ja, extremst. Also wenn ich habe natürlich nicht nur, ich sage jetzt mal Austherapierte, weil man baut sich ja einen gewissen Ruf, sage ich mal, auf in seinem örtlichen Umfeld. Und wenn jetzt dann zum Beispiel ein frisch diagnostizierter Diabetespatient zu mir kommt, weil der einfach sagt, oh, das war jetzt für mich Warnschuss genug, ich muss jetzt vielleicht noch nicht Insulin nehmen, aber ich habe andere Medikamente bekommen und ich möchte diese Dauereinnahme, möchte ich nicht, dann ist man da relativ schnell wieder raus aus dieser Problematik. Ne? Die Frage ist immer, wie lange hat der Patient, sage ich jetzt mal, oder Klient auch schon diese, steckt ja auch in dieser chronischen Krankheit dann tatsächlich schon drin, also in dieser diagnostizierten Krankheit. Wenn wir relativ am Anfang sind, dann sind die Einflussfaktoren so viel stärker für den Patienten, weil halt noch nicht so viel, ja, ich sage jetzt mal, kaputt gegangen ist. Ne? Und das wäre, für mich wäre das ein absoluter Traum, wenn man mit Ärzten eng zusammenarbeiten könnte, weil die eben ja auch in einem System stecken und zum Beispiel überhaupt gar nicht so viel Zeit vielleicht auch aufbringen können, um bestimmte Dinge auch zu erklären einfach. Da wäre dem Patienten, würde dem sehr viel Zeit erspart werden können, wenn er denn will. Ne? Also man muss ja auch ganz klar sagen, nicht jeder Patient hat Bock auf eine Lösung. Ja. Ne? Die kann ja auch sehr unbequem sein, die Lösung. Seinen Lebensstil zu verändern, heißt ja nicht, das ist zwar eine Möglichkeit, aber es heißt nicht, dass es ein leichter Weg ist. Ja, das ist das, was ich vorhin damit meinte, wenn man sich sehr mit dem Thema beschäftigt, dann hat man ja vielleicht sein eigenes Umfeld, die alle sagen, ja, das ist der richtige Weg, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Es gibt ja ganz viele, die das auch nicht wollen, das Thema Patientenverantwortung, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Nur nochmal die Frage, wir haben ja wir kommen ja von der körperlichen Seite, also dem Menschen geht es körperlich schlecht, aber durch diesen langen Weg, den er beschreitet, dass er eben erst den normalen Weg des Arztes gehen muss, wobei sicherlich auch vielen da schon geholfen wird, muss man ja auch sagen, ist ja auch ein guter Weg, aber dann kommt irgendwann die Psyche ja dazu. Dann heißt es, ich bin jetzt schon so lange in Behandlung, es wird nicht besser, mir hilft keiner. Das heißt, der Leidensdruck wird ja auch immer höher. Also nicht nur von der körperlichen Seite, sondern eben auch von der Psyche her. Ne? Und ist das ein Thema, was du dann zusätzlich noch behandeln musst oder therapieren musst? Oder hängt das sowieso immer zusammen? Es hängt sowieso immer zusammen. Also ne, Psychoneuroimmunologie, das sagt ja schon Psychologie, ja. Neurologie, Immunologie, wobei man da noch viel mehr Wissenschaftsbegriffe, sag ich mal, zwischensetzen könnte, die angesehen werden.
die hängen immer miteinander zusammen. Ne? Also körperliche Prozesse nehmen sofort Einfluss auf psychische Prozesse. Die Frage ist, merke ich das als Patient oder merke ich das nicht? Und je länger natürlich bestimmte Stressfaktoren anhalten und Stressoren da sind, umso stärker wird eigentlich die Symptomatik. Ne? Aber wer zu mir kommt, ich habe am Anfang zum Beispiel auch immer ein Kennenlerngespräch oder ein Strategiegespräch, wie auch immer man das nennen möchte, einfach erstens, um zu gucken, ob das passt zwischen mir und dem Klienten. Wenn es nämlich nicht passt, dann nutzt das sowieso nichts. Aber dann auch, um klarzumachen, hier geht es jetzt im Laufe der Zeit. Erstens möchte ich langfristig mit jemandem zusammenarbeiten, gerade wenn er schon lange krank ist. Mhm. Und das andere ist, ich mache klar, es ist nicht ein Faktor. Wir werden nicht nur Ernährung angucken. Ne? Wir gucken auch nicht nur Bewegung und Schlafverhalten und Biorhythmus, sondern es geht wirklich auch um psychische Faktoren, welche Traumata gab es eventuell im Leben, mit welchen Glaubenssätzen laufe ich eigentlich durch mein Leben, woher kommen diese Glaubenssätze, ne? Und das ist doch schon ziemlich groß. Das Ganze, ne? So. Ja, ja. Und das ist für viele einfach auch noch neu, ne? So ja. diese Denkweise, dass sie sagen, ja, aber ich habe doch, bleiben wir mal beim Diabetes, aber ich habe doch Diabetes, das ist doch mein Zuckerstoffwechsel, was hat der mit meiner Psyche zu tun? Mhm. Versteht aber ein Patient die Zusammenhänge, dass zum Beispiel psychoemotionaler Stress Einfluss nimmt auf unsere Stresssysteme, unseren Hormonhaushalt verändert, dann versteht er auch, warum du alleine durch emotionalen Stress diabetische Prozesse mit unterstützt und antriggern kannst. Mhm. Das ist aber vielen ja gar nicht klar, dass das so ist. Ja, bist du denn zum Beispiel mit solchen Themen, ich nenne sie mal, wirst du mal eingeladen auf einen Ärztekongress, wo man sagt, pass auf, wir sprechen mal über dieses Thema? Oder ist das etwas, wo die beiden Welten wirklich aufeinanderstoßen und noch gesagt wird, na, ich sag's jetzt mal ein bisschen provozierend, das ist alles Hokuspokus, was da gesagt wird. Wir haben in der Diabetes klare Leitlinien für Typ 1, für Typ 2. Das ist das, was man heute machen kann. Und alles andere wird eher, ich sag mal, auf komplementären Alternativen Fortbildung besprochen. Und das hat in der humanmedizinischen Ausbildung erstmal nichts zu suchen. Also ich persönlich werde nicht eingeladen, was allerdings daran liegt, dass ich mich, glaube ich, auch nicht wahnsinnig anstrenge, in diese Richtung zu gehen. Einfach, weil ich bestimmte Erfahrungen mit Ärzten erstmal so in meinem Umfeld auch gemacht habe, dass ich da nicht so die Riesenmotivation habe. Mhm. Ne? Ich weiß weil aber nicht, Entschuldigung, weil ich unterbreche, weil die nicht darauf eingehen, weil die genau sagen, das ist nicht unser Thema, oder weil die sagen, wir können im System sowieso nichts machen? Beides, sage ich jetzt mal. Ne? Zum einen habe ich das Gefühl, dass je nachdem, wie ein Arzt sich in seiner Praxis ausgerichtet hat, sage ich mal so, ne, hat der kaum Möglichkeiten, glaube ich, diese vielen Einflussfaktoren mit zu integrieren, sagen wir, in der Praxis. Ne? Und zum anderen hat er es nicht gelernt in seinem Studium. Ne? Du kannst ja letztendlich auch, also diesen komplementären Denkansatz, ist ja kein Inhalt des Medizinstudiums oder auch Ernährung. Das ist ja das, was an Ernährung vermittelt wird, an Ernährungswissen im Medizinstudium, ist ja eigentlich ein Witz, wenn man überlegt, wie viel Einfluss Ernährung am Ende nehmen kann. Ja. Wenn ich dafür keinen Filter habe, keinen Relevanzfilter habe und selber vielleicht auch in diesem System gefangen bin, das erlebe ich zum Beispiel bei den Ärzten, mit denen ich einfach so kommunikativ im Austausch bin, das sind ja auch nur Menschen, die das System auch oft anstrengt. Mhm. Ne? Und dann haben auch diese Ärzte einen Energiemangel und müssten ja noch mehr Energie aufbringen, um da jetzt auszubrechen. Das ist natürlich auch echt Arbeit. Ne? Mhm. Wenn ich eine bestehende Praxis habe und die vielleicht auch schon 10, 20 Jahre bestehen habe, dann breche ich da mal wieder aus, ne? aus dem System. Das ist ja ein Radikalschnitt. Mhm, klar. Welche, du hast gerade gesagt, es gibt ein paar Ärzte. Ich weiß auch, dass du ja mit dem einen oder anderen wirklich auch zusammenarbeitest. Wie kommt so eine Kooperation zustande? Wie offen ist so ein Arzt? Kommen die auf dich zu? Gehst du auf die zu? Entwickelt sich das einfach? Kannst du vielleicht mal ein Beispiel, also ohne vielleicht einen Namen zu nennen, aber einfach mal ein Beispiel geben, wie so etwas ablaufen kann in der täglichen Arbeit? Also die Kooperation entsteht meistens über die Brücke, die wir haben, nämlich das ist unser gemeinsamer Patient. Mhm.
Und dann erlebe ich zwei Dinge. Wenn ein Patient sich schon einen Arzt gesucht hat, der von Anfang an anders denkt, nehmen wir zum Beispiel Mitochondrialmediziner, die sind von der Ausrichtung in der Praxis ganz anders als ein, ich sage jetzt mal, Allgemeinmediziner oder ein Facharzt, das für sich aufgebaut hat. Dann zu solchen Ärzten sind Kooperationen total einfach, weil die für sich auch erkennen, ich habe nicht so die Zeit, mich zu kümmern, und da ist jetzt jemand, man merkt ja relativ schnell, ob der, ich sage jetzt in dem Fall ich, die Therapeutin da jetzt eine gewisse Kompetenz hat oder keine Kompetenz hat, und dann kann man sich wunderbar austauschen. Das sind aber meistens die Ärzte, die sowieso schon entsprechend für sich unterwegs sind, und wo dann die Brücke ist immer der Patient. Wenn ich einen Patienten habe, wo ich umgekehrt Informationen bräuchte und dann den Arzt kontaktiere, mache ich leider meistens die Erfahrung, dass dann da zugemacht wird und gesagt wird, das ist alles Blödsinn. Selbst dann noch, wenn Patienten mit positiven Resultaten kommen. Ne? Gerade chronisch kranke Patienten haben ja ihre, ich sage jetzt mal, eingeschliffene Terminfolge, wann sie dann wieder vorstellig werden. Und wenn dann auf einmal Medikamente, weil ich dann natürlich auch sage, bitte guckt jetzt gemeinsam, das mache ja nicht ich, guckt jetzt gemeinsam, ob Medikamente zum Beispiel reduziert werden können oder ob die Medikation verändert werden könnte. Mhm. Dann erleben ja die Patienten, die Ärzte, dass ihre Patienten positive Erfahrungen gemacht haben. Und ich denke dann immer, eigentlich müsste doch jetzt kommen, dass der Arzt sagt, ja, die muss ich mal kennenlernen, was macht die da eigentlich? Mhm. Ja, weil das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein, was ich da jetzt sehe. Jetzt ist die Patientin schon 15 Jahre bei mir und es passiert gar nichts, und auf einmal reduzieren wir Medikamente und kommen sogar bis zu dem Zustand, dass wir sagen müssen, ja. Also da hatte ich jetzt erst eine ganz, ganz junge Patientin, wo ich mich super gefreut habe in der vergangenen Woche, die jetzt endlich wo der Arzt gesagt hat, wissen Sie, wenn Sie jetzt zu mir kämen und ich hätte Ihre ganze Vita vorher nicht gekannt, dann würde ich sagen, die Krankheit, die wir eigentlich jetzt seit, 17 Jahren therapieren, die haben Sie nicht mehr. Mhm. Wahnsinn, so. Total verrückt. Eigentlich erwarte ich doch, dass der Arzt mich jetzt anrufen müsste. Ja. Das passiert nicht. Erlebst du das denn, dass es da vielleicht irgendwann einen Generationenwechsel gibt oder geben muss? Das hängt ja auch immer mit dem Verhalten der Patienten zusammen. Mir ist jetzt gerade der Gedanke gekommen, zu dem Arzt, zu dem du eine gute Kooperation hast, weil er zum Beispiel Mitochondrialmediziner ist, dass der natürlich auch die Patienten hat, die ja wissen, wo sie hingehen. Also da kommt ja jemand jetzt nicht, der sagt, ich will jetzt hier einen normalen Husten, Schnupfen, Heiserkeitmittel, sondern ich setze mich mit dem Thema auseinander, deshalb gehe ich dahin. Genau. Da ist es ja leicht, weil da der Patient eine positive Grundstimmung hat, der Arzt auch, und eine Kooperation da ist. Aber ich erlebe ja auch, dass die Generation der jungen Ärzte anders denkt als die Generation der, ich sage jetzt mal, Bestandsärzte, die wir im Augenblick haben. Wir haben eine Überalterung der Ärzte, allein in Nordrhein-Westfalen sind über 60%, ich glaube sogar mittlerweile 65% der Hausärzte älter als 55. Also irgendwann holt uns das Thema ja ein, ob die einfach länger arbeiten müssen oder ob irgendwann eine junge Generation von Ärzten nachkommt, die sich vielleicht mit ganz anderen Themen auseinandersetzen müssen, weil mehr und mehr, und das ist ja auch Teil deiner Aufgabe, sehe ich aber auch als Teil zum Beispiel meiner Aufgabe, für den ärztlichen Bereich dafür zu sorgen, dass es eben auch eine veränderte Grundeinstellung zum Thema Medizin gibt. Wir haben vorhin diesen schönen Vergleich angeführt aus dem Motorsport, nenne ich es jetzt mal. Ne? Wir lernen, der Motorsport oder der Automobilbereich lernt aus dem Motorsport, ja, lernt von der Formel 1 Dinge, die da getestet werden, werden irgendwann runtergebrochen. Genauso ist es im Leistungssport, da ist es ganz genauso. Das, was im Leistungssportbereich therapiert wird, auf der Physio-Ebene, wird irgendwann runtergebrochen oder kann runtergebrochen werden. Und so erlebe ich es im Augenblick ja auch für den einzelnen Patienten. Hast du Erfahrungen mit eher jungen Medizinern oder eher mit älteren? Das ist jetzt eine gute Frage. Die positiven Erfahrungen sind häufig jüngere Mediziner. Und die negativen Erfahrungen sind häufig die älteren Mediziner. Mhm. Das kann man eigentlich genauso so auseinander. Es gibt natürlich Ausnahmen, bestätigen die Regel. Aber genauso kann man das eigentlich sehen. Man sieht, wer wann studiert hat, sage ich jetzt mal so.
und wie man, wie sich jemand weitergebildet hat. Ne? Ich kenne genauso natürlich auch ältere Mediziner, die aber von Anfang an auch anders gedacht haben, die halt für sich schon im Studium gesagt haben, ich möchte Medizin studieren, weil ich möchte den Menschen auf dieser Ebene helfen, aber ich bin damit einigem nicht zufrieden, was mir direkt im Studium schon angeboten wurde. Da gibt es auch Mediziner, die das schon vor 30 Jahren, die dann anders unterwegs waren, ne? Nicht selber. Aber die wirklich ganz innovativen und positiven Erfahrungen mache ich mit jüngeren Medizinern und ganz toller Austausch habe ich dann auch mit Medizinstudenten, ne? Die also jetzt dann auch gerade drin sind und sich Gedanken darüber machen, wenn ich dann fertig bin, wie möchte ich dann eigentlich weitermachen. Ich habe jetzt da keine Zahlen, da bist du sicherlich fitter, aber meine persönliche Beobachtung ist, dass leider ganz häufig auch diese Medizinstudenten dann sagen, also ob ich mich jetzt wirklich mit einer Praxis niederlasse, das weiß ich jetzt noch so noch nicht. Mhm. Ne? So, wo ich dann denke, ach wie schade, das muss ja unattraktiv sein, eine Praxis zu übernehmen. Aber es ist leider genau so, dieser Trend, diese Tendenz ist tatsächlich da, dass immer weniger junge Mediziner sagen, die Praxis ist für mich interessant. Das sind ganz unterschiedliche Gründe. Das ist sicherlich ein verändertes Lifestyle-Verhalten, Einklang Familie und Beruf. Dann das Thema, gerade auch da fehlt die Ausbildung schon im Studienbereich. Also wie lasse ich mich nieder? Wie entwickle ich betriebswirtschaftliches Know-how, um hinterher zu sagen, ich gehe in die Praxis. Was ist mit meiner Persönlichkeit nach dem Facharzt? Also bin ich schon so weit, um dann zu sagen, vielleicht kann ich es auch noch nicht beurteilen, wenn ich studiere, aber die Tendenz ist ja tatsächlich da. Das ist ja ein großes Thema, dass wir zu wenig Ärzte haben, unterversorgte Gebiete haben und diese Problematik eben da ist. Und das ist für mich aber auch eine große Chance, gerade für den Bereich der Unterversorgung, dass wir uns mit anderen Themen auseinandersetzen. Das heißt, dass wir erst gar nicht in eine so extreme Krankheits- und Pflegesituation kommen. Das wird sicherlich aufgrund des demografischen Wandels oder der demografischen Entwicklung jetzt nicht mehr aufzuhalten sein. Aber das Thema Prävention spielt ja eine große Rolle. Also zu sagen, ich setze mich rechtzeitig eben mit dem Thema Ernährung, Gesundheit, Psyche, ganzheitlicher Betrachtung auseinander, damit die Menschen eben weniger krank werden. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Ziel für die Zukunft. Ne? Wenn das so wäre, also Arzt zu sein, heißt ja nicht nur Krankheiten zu behandeln, sondern heißt ja auch präventiv einzugreifen auf das gesundheitliche Verhalten. Ich denke, da geht ja auch viel in deine Richtung. Ne? Also genau. Also für mich wäre am schönsten, wenn wir natürlich präventiv arbeiten. Mhm. Ne? Weil auch wenn wir kurativ immer noch super viel Einfluss nehmen können und eine Positiventwicklung hinbekommen, denke ich mir immer, Mensch, aber das hätte ja vielleicht nicht sein müssen. Ne? Ja, genau. Aber das ist dann einfach auch, ja, ich will nicht sagen Wissensmangel, wir wissen relativ viel, also auch der normale Bürger, sage ich mal, weiß relativ viel, aber die Umsetzung ist halt die, schwierig zu sein scheint. Und da würde ich setze ich gerne mit an, ne? dass da andere Hebel im Grunde umgelegt werden. Wobei ich selber glaube, also ne, du sagtest gerade, wir sind in der Unterversorgung. Das ist eine gewisse Krise und in der Krise, finde ich, liegt immer eine super Chance. Und ich glaube, Veränderungen kommen sowieso von unten. Ne? Ja. Also kommen nicht, weil von oben ein System sich verändert, sondern ich glaube, die kommen tatsächlich von unten. Wie viele Patienten machen sich einfach auf den Weg und informieren sich? Wir haben mit dem Internet, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wie viel Stuss Informationen zu bekommen, aber Patienten wissen häufig schon sehr, sehr viel, bevor sie zum Arzt gehen. Ob das jetzt immer richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Ne? Aber wir informieren uns heutzutage anders, als wir es noch vor 30 Jahren gemacht haben. Dadurch verändert sich aber auch die Haltung des Patienten gegenüber dem Arzt, habe ich so das Gefühl. Ne? Also ältere Menschen haben immer noch dieser Halbgott in Weiß und das ist doch der Arzt und der hat doch studiert und der muss doch wissen, was für mich gut ist. Meine Generation oder auch jüngere Generationen fangen halt immer mehr an, dass sie sagen, nee, also das ist jetzt zwar der Arzt, zu dem ich hingehe, aber ich muss auch für mich selber gucken und ich hinterfrage das sehr, was mir da jetzt gerade angeboten wird. Ne? Ja. Diese Entwicklung sehe ich auch immer mehr. Ne? Dass einfach eine andere Haltung gegenüber dem Arzt eingenommen wird und auch gegenüber der Eigenverantwortung. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz zentraler Punkt.
Du hast das in den Vorinformationen ja schon ganz schön beschrieben, dass da immer auch beide sehr gut dran beteiligt sein müssen. Also auch dir wird es ganz schwer gemacht, wenn der Patient nicht mitarbeitet und keine eigene Verantwortung übernimmt. Auch da kommt es ja wieder zu deinem Thema, jetzt fällt mir der Stift runter, kommt es wieder zu deinem Thema Verbundenheit. Also Verbundenheit heißt ja da auch die Verbundenheit Patient, Klient, Therapeut, Arzt und so weiter. Vielleicht nochmal eine Bemerkung von mir, nicht, dass ein falscher Eindruck aufkommt. Ich bin ja nur sehr für das Thema Arzt und sehr für das Thema Niederlassung und Begleitung. Es geht ja nur darum, dass wir auch mit diesem Podcast mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken wollen und ein paar Anregungen geben wollen dazu, wie kann Medizin auch funktionieren. Ne? Also alle bestehenden Ärzte machen eine saugute Arbeit und machen sicherlich alles das im Rahmen ihrer Möglichkeiten und tun das, was sie für richtig halten und genießen ja auch ein sehr, sehr hohes Vertrauen. Gerade wenn wir nicht so viele ältere Ärzte haben, die immer weitermachen würden, hätten wir noch eine ganz andere schlimme Situation. Und von daher bin ich sehr, sehr froh drum. Es soll aber nur darum gehen ja hier, dass wir ein paar Anregungen geben. Ich wollte jetzt mal den Bogen schlagen, Prävention zu deinem Kinderprojekt. Das ist ja wirklich toll und auch eine sehr, sehr zukunftsweise Sache. Kannst du da mal nochmal so zwei, drei Sachen drüber sagen? Mit dem Stuhl, das haben wir ja vorhin schon gehört, Stuhlgang in der 4. bis 6. Klasse. Aber das ist ja ein Projekt, was du nicht nur in Schulen machst, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, sondern Kindergärten sogar oder auch in sozialen Einrichtungen. Ja, also ich habe die Initiative Gesundheit Kinder leicht gegründet und Einrichtungen, ist auch da ist es so wie bei Klienten, Einrichtungen, die Bock haben oder auch erkennen, dass sie eine Verantwortung tragen in der Gesundheitsbildung, bewerben sich im Grunde bei mir. So muss man das machen. Also ich mache da nicht wahnsinnig viel Werbung für, sondern das läuft von alleine und es kommen zu mir jetzt erstmal Einrichtungen, die wirklich auch Lust haben auf dieses Thema. Und entstanden ist das Ganze einfach, weil ich für mich sage, wir müssen da ansetzen, wo es am nötigsten ist. Und das sind, also jemand, der 21 ist und damit volljährig und sich für sich Verantwortung voll und ganz übernehmen kann, kann sich einlesen, natürlich braucht er auch Hilfe, ne? Aber Kinder sind abhängig von Erwachsenen. Die brauchen Vorbilder, die brauchen ein gesundes und stärkendes Umfeld. Und dann dürfen sich aus diesen Kindern gesunde und starke Erwachsene entwickeln. Und darum habe ich irgendwann gesagt, eigentlich muss Gesundheitswissen so vermittelt werden, dass man es einem 5-jährigen Kind erklären kann. Und dann sind wir im Kindergarten, ne, so kurz vor der Grundschule. Und das ist möglich. Und macht sogar fast noch viel mehr Spaß, weil, ich sage jetzt mal so dieses Kaka-Pipi-Furz-Thema, wie es dann im Kindergarten ist, ist aber ein unglaublich wichtiges Gesundheitsthema. Ne? So, und anstatt dann die Kinder hören, nee, darüber reden wir nicht, wird es dann auch wirklich ausgeschlachtet. Und Kinder sind extremst neugierig. Die wollen halt auch wirklich ihren Körper verstehen. Ne? Die wollen dann, wenn das einmal so gestartet hat, dann finden die das unglaublich faszinierend, wenn wir wieder bei der Ernährung bleiben. Was passiert eigentlich mit meinem Essen, wenn es oben reingeht und unten der Rest wieder rausgeht? Was passiert eigentlich dazwischen zum Beispiel? Oder warum schlafe ich eigentlich? Was passiert da so eigentlich im Schlaf? Oder wenn ich mich bewege, was macht mein Körper denn dann da so alles? Ne? Und warum ist das gut? Und warum ist Bewegung besser, als die ganze Zeit zu sitzen? Oder wenn ich vorm Fernseher sitze oder vor Computerspielen, was macht das jetzt wieder mit meinem Körper? Und auch da, bei den Kindern habe ich auch das Thema Psyche schon natürlich mit drin. Was macht eigentlich Mobbing? Warum ist Mobbing nicht nur unangenehm, ne, für denjenigen, den es betrifft, sondern auch für den, der es ausgesprochen hat? Was passiert denn da im Körper? Also wenn die dann wirklich, ich breche dann die Biochemie sehr, 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 sehr simpel runter und dann denken die nach und merken auch, meine Güte, wir haben Einfluss. Und die kommen dann von ganz alleine auf die Dinge, wie es für sie gut wäre. Und da ist meine Motivation, das, sage ich mal, so gut integriert zu bekommen, dass das auch irgendwann komplett unabhängig von mir ist. Also aktuell arbeite ich gerade, das Arbeitsbuch dazu gibt es, was ich dann verwende in den Schulen. Aber ich arbeite gerade daran, dass es dazu ein festes Buch gibt für Familien und ein Arbeitsbuch auch für Lehrer gibt oder Pädagogen dann nachher gibt oder halt Übungsleiter, je nachdem, wer wie Lust hat, das zu integrieren mit einer entsprechenden Weiterbildung, um Gesundheit Kinder leicht fest in Projektzeiten oder vielleicht auch längerfristig integriert zu bekommen. Das ist eigentlich so meine größte Vision, dass wir da ansetzen, wo es wirklich meiner Meinung nach hingehört. Und das ist nämlich die Gesundheitsbildung von Kindern und Familien. Ich will natürlich die Eltern am liebsten gleich mit ins Boot holen.
Was ja Sinn macht, ne? Weil dazu, auch wenn das Verhalten dann zu Hause plötzlich wieder ganz anders ist, ist man natürlich auch als Kind sehr schnell wieder in diesem alten Verhalten und nicht in dem neuen. Nur als kleiner Hinweis, wir werden natürlich alle Verlinkungen zu dir, zu den Kursen, zu deinen Kontaktdaten und so weiter in die Shownotes bringen. Also vielleicht kannst du nochmal sagen, wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen will, sei es jetzt Fragen für diese Kurse oder für eine persönliche Beratung oder auch ein Arzt, der sagt, Mensch, das ist schon interessant, ich möchte mich gerne mal mit der Verena auseinandersetzen, mhm, beziehungsweise mal in Kontakt mit ihr treten. Wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Telefon, Facebook, wie hast du es am liebsten? E-Mail? Am allerliebsten per E-Mail, post@verenakrone.de. Das ist eigentlich das Leichteste, weil alles andere kann ich nicht sagen. Also per E-Mail ist am leichtesten. Und jetzt zum Beispiel Gesundheit kinderleicht, da geht es für mich ja darum, das ins Schulsystem und in Kindergärten und so zu integrieren. Aber bei Leblich gesund, wo du sagst, wenn ein Arzt Lust hat, Kontakt zu nehmen, ist dann leblich gesund. Mhm. Der richtige Weg wäre aber auch post@verenakrone.de dann der Weg, weil es natürlich mit dem Kurs der Arzt seinem Patienten halt auch ein System anbieten kann, wo der sich dann auch schon mal auf den Weg machen kann. Mhm. Ne? Genau. Also alle Verlinkungen machen wir auf jeden Fall in die Shownotes, sodass man direkt einen Draht zu dir aufnehmen kann. Mhm. Eine Frage habe ich noch, ich muss noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe ja immer so eine Dreiviertelstunde für den Podcast. Wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Ich würde aber gerne noch eine letzte Frage stellen und dann noch in die kurze Antwortrunde gehen. Mhm. Wenn du in der Schule arbeitest und du sagst, dass die, oder in den Kindergärten, aber der Schule interessiert mich am meisten, und du erlebst, dass die Kinder sehr zugänglich sind, mitarbeiten und das sehr toll finden. Wie ist denn die Reaktion der Lehrer? Weil mein Gedanke war jetzt gerade, wieso kann man das nicht in den Unterrichtsprozess mit einbinden? Also ich meine, die Frage ist ja immer, warum ist Schule für viele so langweilig und warum ist dann, wenn jemand Externes kommt und mal zeigt, wie es gehen kann, plötzlich interessant? Nur weil ich plötzlich darüber nachdenke, wie geht's Essen oben rein und wie kommt es unten wieder raus? Ne? Wie die Lehrer. Also genau dafür ist die Weiterentwicklung jetzt gerade bei Gesundheit kinderleicht, ne? Weil ich dieses Projekt so aufgebaut habe, darum ist es ab der 4. Klasse, dass die Inhalte, die da drin vermittelt werden, zum Curriculum passen. Das heißt, wenn ein Lehrer Lust hat, das zu integrieren, dann kann er trotzdem, dann ist das nicht so, wie es bis jetzt in Schulen passiert, dass es Projektwochen sind, die zusätzlich angeboten werden, sondern durch die entsprechenden Inhalte, die ich drin habe, da wird ja auch der Körper und Körperprozesse werden ja auch erklärt. Mhm. Können die quasi ihr Curriculum trotzdem, dem trotzdem gerecht werden? Das ist mein Ziel, ne? Dass klar ist, das kann fest in den Unterricht integriert werden und ist eben keine Projektwoche mehr, sondern ein fester Unterrichtsinhalt. Wie reagieren die Lehrer? Die Lehrer, die mich geholt haben und das dann von ihrer Schulleitung genehmigt bekommen haben, dass ich kommen darf, sind natürlich total offen. Mhm. Aber auch da die gleiche Erfahrung wie dann wieder mit Ärzten, ne? Das heißt aber nicht, nur weil eine Lehrerin, meistens sind Lehrerinnen, das für sich initiiert hat in ihrer Klasse, dass dann daraufhin die Schule sagt, oh, das nehmen wir jetzt immer. Mhm, klar. Festes Programm, weil wir sehen da eine Notwendigkeit. Oder wir sehen auch Schule als Ort, der Vorbildfunktion sein sollte. Ich versuche halt so viel wie möglich mitzuwirken, um ein bestimmtes Wissen mit nach außen zu tragen. Und da sieht sich Schule, er hat auch ganz häufig für sich noch nicht auf dem Plan, dass sie einfach eine Vorbildfunktion haben für ihre Schüler. Ne? So. Ja. Und da erlebe ich das Gleiche wie bei Ärzten auch. Die offen sind, holen Gesundheit kinderleicht rein. Wenn aber das gesamte restliche Team oder die Schulleitung diese Offenheit nicht hat, wird sich dieses Projekt in dieser Schule nicht fest integrieren lassen. Ja. Ich glaube, jeder kleine Baustein, jeder kleine Seminar, jede kleine Veranstaltung, die man dazu beitragen kann, hilft, ja, das weiter in das Bewusstsein zu bringen. Und vielleicht ist es im Moment eine Schule im Monat, vielleicht sind es demnächst zwei, dann vier und so weiter und dann wird es einfach größer. Also alles Gute für das Projekt, finde ich super. Ganz, ganz schön. Ja, zum Schluss, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ich sage das immer an der Stelle, weil es interessant ist, auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich gehe davon aus, dass wir zusammenarbeiten werden. Alle. Ne? Also die Verbundenheit wird entstehen, da bin ich mir sicher, einfach weil sich das von unten heraus so entwickeln wird und
dann alle Berufe interessanter werden. Also es ist für den Arzt dann schöner und erfolgreicher, für den Patienten, aber auch für, ich sag mal, das gesamte therapeutische Team. Ich gehe davon aus, dass wir komplementär zusammenarbeiten werden. Was bedeutet für dich Gesundheit? Gesundheit bedeutet für mich Freiheit, weil es gibt also ohne Gesundheit können alle anderen Lebensbereiche und Lebensbedürfnisse nicht gut umgesetzt werden und nicht in ihr volles Potenzial kommen. Darum ist für mich Gesundheit die Basis und bedeutet dann Freiheit. Stimmt. Und jeder in seiner Verantwortung. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer haben? Also so ein, zwei Eigenschaften, die vielleicht mal, die dir einfallen. Offenheit und Neugierde, das wäre so für mich eigentlich das Wichtigste und die große Motivation für sich selber zu wissen, was möchte ich eigentlich für mich in meiner Praxis mit meiner Arbeit tatsächlich erreichen, also wirklich den Zweck des eigenen Daseins zu kennen. Sehr schön, das lassen wir mal genauso stehen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders erreicht, mitgerissen oder motiviert hat, den du empfehlen könntest? Oder das denn? Du hast ja ein bisschen Unternehmenspodcast in irgendeiner Form, ne? Und das für mich als Unternehmerin wichtigste Buch war eigentlich Karmic Management, wo es darum geht, wie man mit Spiritualität, wie auch immer man jetzt das Wort Spiritualität besetzt, wie man mit Spiritualität in Erfolg kommt. Okay. Wie heißt das? Sagst du es nochmal? Karmic Management. Okay. Hast du einen Autor auch gegeben vielleicht oder? Ja, sonst nicht. Aber die kann ich mir leider nicht merken, weil die so lang sind. Ich schicke sie gerne zu, kannst du sie runtersetzen. Es gibt ja dieses komische Internet, da kann man ja vielleicht nochmal gucken, wie ich es auch vielleicht da finde. Ja, okay. Genau. Gibt es denn jemanden, den du uns gerne als Podcast-Gast, gerne aus dem Bereich der Medizin hier empfehlen würdest? Ja, also was sicherlich spannend wäre Dietrich Grönemeyer. Als Arzt jetzt, ne, oder welchen Arzt ich auch gerne empfehlen würde, wäre Marc Borchert aus Gevelsberg. Okay. Also bei Dietrich Grönemeyer, den würde ich auch sehr gerne nehmen, neben dem, dass ich Marc Borchert auch sehr gerne nehmen würde. Ich glaube, bei Grönemeyer wird es nur ein bisschen schwer zeitlich, um den überhaupt zu erreichen. Aber wenn du da einen guten Draht hin hast, dann sehr gerne nehme ich den. Aber den Marc Borchert, den schreibe ich mir auch nochmal auf. Da hatten wir im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass du mit dem auch zusammenarbeitest, kooperierst. Würde ich den auch sehr, sehr gerne mal ansprechen, weil ich glaube, das ist einer der Ärzte, die mit denen man sehr gut im Bereich der komplementären Medizin zusammenarbeiten kann. Genau, richtig. Als Mittelschüler und Reihenmediziner. Ja, auf jeden Fall. Verena, ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem frühen Vormittag, dass du die Zeit genommen hast, meinen Fragen mal die richtige Richtung zu geben, dass du vielleicht einigen so ein bisschen die Tür geöffnet hast für mal einen komplementären, also einen ganzheitlichen Ansatz. Vielen, vielen Dank. Es sind ganz viele Dinge natürlich nicht besprochen worden, aber ich glaube, wir wollen ja hier einen kleinen Anstoß nur geben und wie gesagt, wenn jemand mit dir persönlich in Kontakt treten will, dann machen wir die Verlinkung auf jeden Fall dazu. Ja, Ihnen danke fürs Zuhören, Zuschauen, egal wo Sie uns verfolgt haben. Und wie immer zum Schluss ist für uns echt wichtig, eine Bewertung zu bekommen bei iTunes, YouTube, wo Sie uns auch immer sehen und erreichen. Denn wir möchten natürlich wissen, ob wir hier einen guten Job machen. Und da ist auch immer ganz wichtig, eine Resonanz zu bekommen, beziehungsweise eine gute Rückmeldung zu bekommen. Denn nur so kriegen wir immer interessante Gäste in den Podcast, wie zum Beispiel jetzt Verena Krone. Also ich freue mich auf Ihre Bewertung. Bleiben Sie unternehmerisch. Bis zum nächsten Mal. Freue mich sehr, wenn wir uns wiederhören. Verena, nochmal vielen Dank und herzliche Grüße. Bis dahin. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.